wir haben die Gleichstellung von Mann und Frau in der Bundesverfassung verankert. Das ist auch richtig so. Und das ist gut so, das ist umgesetzt und da braucht es heutzutage keinen Frauenstreiktag mehr. Also, dass die Bundesverfassung steht, stimmt zum Glück. Natürlich gegen den Widerstand von der SVP, da zumal sie in die Bundesverfassung kommen, der Gleichstellungsartikel. Aber wenn wir schauen, ist lange nicht real. Also, wir haben Frauen, die immer noch 40% weniger verdienen als Männer. Das ist inakzeptabel, notabene für die gleiche Arbeit. Nein, das muss jetzt schon klarstellen von den Zahlen her. Das ist Teilzeit, das ist auf die Branche gesehen, das ist nicht aufs Geschlecht gesehen, dass die Löhne unterschiedlich sind und von dem her ist die Gleichstellung erreicht. Es gibt sogar viele Bereiche, wo eine Übergleichstellung auf Seiten der Frauen stattfindet. Das ist natürlich übertrieben, das stimmt. Wir haben Branchen, wo sehr viele Frauen drin arbeiten. Darum werden sie schlechter bezahlt und das kritisieren wir. Darum wollen wir mit den Gewerkschaften auch Mindestlöhne führen in diesem Land, dass eben niemand mehr Lohndumping betreiben kann. Frauen sind aber in der Berufswelt immer noch deutlich benachteiligt. Also Frauen sind in der Berufswelt auch gesetzlich, Arbeitsrecht gleichgestellt wie die Männer. Und wir haben heutzutage sogar durchaus Branchen. Übrigens, SP-Bundesrätin Gal Miret stellt nur noch Frauen ein auf Botschaften. Auch in anderen Branchen gibt es durchaus auch Benachteiligungen von den Männern. Also ich würde vorschlagen, auch mal versuchen, ein Unternehmen zu finden, vor allem das KMU, sich es kann leisten, zum Beispiel eine Kinderbetreuung anzubieten für seine Angestellten, gerade für die Frauen. Wir fordern, dass wir da eine gesamtgesellschaftliche Lösung finden. Dann haben die Frauen endlich die gleichen Chancen wie die Männer. Ja, gesamtgesellschaftliche Lösungen, das ist nicht schlecht, aber es braucht natürlich auch Regelungen, wo der Mann und die Frau wirklich gleichgestellt sind. Wir haben heute Militärdienstpflicht nur für Männer. Wir haben heute das tiefere Rentenalter für die Frauen. Wir haben viele Bereiche, wo die Frauen durchaus auch Vorteile haben. Und darum sage ich, ist so ein Frauenstreiktag völlig veraltet. Also die Mehrheit der Justizdirektoren in diesem Land ist bürgerlich. Wir haben im Aargau zum Beispiel mit dem Urs Hoffmann endlich eine Initiative umgesetzt, dass es mehr Polizei gibt, gerade um so Fälle aufzudecken. Ihr seid dagegen gewesen. Ihr seid dagegen gewesen, häusliche Gewalt zu einem Offizialdelikt zu machen. Wir sind sehr wohl daran. Die Probleme muss man angehen. Aber ihr braucht ja die Feindbilder, sonst funktioniert eure Politik nicht. Das ist schon klar. Das wäre mir jetzt ganz neu, dass die SP etwas gegen die Islamisierung und die Benachteiligung der Frauen in diesem Land macht. Aber ich nehme das gerne zur Kenntnis, wenn ihr euch mit uns zusammen einsetzt gegen die Islamisierung der Schweiz und für die Gleichstellung von allen Geschlechtern, dann unterstütze ich das. Also es gibt keine Islamisierung, das ist ein Gespenst, das ihr an die Wand malt, wegen diesen drei Frauen, die in der Burka rumlaufen. Viel schlimmer ist eure Politik, wo ihr versucht, die Leute mit Füßen zu treten, nur weil sie eine andere Religion haben, einen anderen Hintergrund. Das ist billige Polemik im Wahlkampfjahr und sonst nicht mehr. Ja, wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder einen Ehrenmord in der Schweiz. Wir haben x Fälle von häuslicher Gewalt. Wir haben sehr viele Fälle, wo die Frauen unterdrückt werden und leider sehr häufig bei zugewanderten, schlecht integrierten Familien. Das ist genau das, was wir immer gesagt haben, müssen wir ansetzen. Ihr habt euch gegen den Integrationsartikel gewehrt im Ausländergesetz. Ihr wehrt euch gegen Sprachkurse, die wir anbieten für Ausländerinnen und Ausländer. Ihr wollt das Problem ja gar nicht lösen. Es funktioniert eure Politik nicht mehr. Das ist mir auch klar. Mal, aber das Problem kann man nicht lösen, indem man überall mehr und mehr Geld gibt und überall Förderungsprogramme macht, sondern das Problem wird gelöst, indem es harte Gesetze gibt, die eingehalten werden müssen. Genau, man muss die Frauen befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber dafür brauchen sie ja die Möglichkeiten. Ein Burka-Verbot ist absolute Symbolpolitik und genauso falsch wie meine Rettinitiative.